Hey Leute, willkommen zum Mercedes-Benz AMG GTS Roadster bzw. Cabrio zum Optik-Tuning. Dann fangen wir doch gleich mal an mit der Karosserie. So, das ist die Basis. Das ist das Ganze von Speedhunter mit Kiemen. Hier haben wir einfach einen Breitbau. So, das ist von Mansory. Okay, dann nehmen wir das von Power Design. Sagen Scheinwerfer, kannst du wieder nur die Farbe machen. Dann hast du hier unten die Kurzstreifen, dann hast du da den Streifen. Dann nehmen wir unten noch den Seitenstreifen. Ja, das hat immer Ladeprobleme. Spoilerlippe. Erstmal hier die Frontstoßstange. Okay, nein. Geht definitiv nein. Das Original bleiben. Was habe ich hier noch? Da muss ich echt sagen, die sieht gut aus. Die nehme ich mal. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Dahin will ich. Ja, aber. Naja, okay. Na, bleiben wir beim Original. Gibt's hier was? Natürlich nur Mist wieder im Angebot. Das ist immer so bedauerlich, dass es so bei den Spiegeln keine Auswahl gibt. Das ist schon was, das muss ich mir merken. Das Mansory ist echt in die Fall. Dann nochmal mal schauen mit Prior, aber ne. Heckflügel, Breitbau. Okay, da müssen wir erstmal warten. So. Diffuser geht's. Der geht gar nichts. Grauenhaft alles. Was geht hier mit den Auspuffen? Ja, dann siehst du sehr alles. Naja. Hat heutzutage eh keinen Hersteller mehr, dass man sie wirklich sieht. So. Oder die. Also die erinnert mich an so einen Königsegg, deswegen nehme ich die für eine zweite von Mercedes. So, jetzt nochmal das Ganze mit der Steckstoßstange, muss ich auch einmal so sehen. Das macht sie zu fett. Ja, jetzt macht sie halt eindeutig zu fett. Das geht beim Dach. Ja klar, Dachhaube drauf. Spoiler, er wird einbauen. Spoiler, genau. Na gut, dann lassen wir halt die Basis-Spoiler. Da ist auch nicht so wirklich die Auswahl. Felgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es eine Alternativfelge? Nein, weil diese Felge ist auch echt ein optisch gesehen eine der geilsten Felgen überhaupt. Finde ich persönlich. So, dann natürlich ein Luftfahrwerk. Mercedes typisch. Jawohl. Da brummt er.
Okay, das funktioniert. Was hat die Community? Was? Für den gibt es keine Folien. Oh mein Gott. Ja, dann muss ich mir halt irgendeine alte Folie von irgendwas anderem benehmen. Mal schauen, wie das aussieht. Ach komm, wir lassen ihn einfach so. Ja, Leute, das war schon das Optikvideo zum AMG TS Cabriolet.